Hallo Marius Ebert hier. In diesem Video geht es um den Betriebswirt IHK. Betriebswirt, Betriebswirtin IHK. Und es geht hier aber nicht so sehr um Inhalte des Betriebswirts IHK, sondern es geht um eine Frage, die, glaube ich, noch deutlicher geklärt werden muss, als ich sie schon geklärt habe. Nämlich, muss ich einen Lehrgang besuchen? Oder muss ich einen Lehrgang buchen, sagen wir es kürzer. Und das ist eine Frage, die offensichtlich viele Menschen beschäftigt. Das sehe ich an den E-Mail-Zuschriften, die ich bekomme. Und die Antwort lautet nein. Wirklich, die Antwort lautet nein, nein, nein. Ich hoffe, das war jetzt deutlich. Wenn Sie Betriebswirt IHK, Betriebswirtin IHK werden wollen, und das, was ich sage, gilt auch für jeden anderen Lehrgang bei der IHK, dann müssen Sie in der ersten Stufe formale Zugangsvoraussetzungen erfüllen. Diese formalen Zugangsvoraussetzungen habe ich auch entsprechend in Videos erläutert. Die Betonung liegt auf formal. Das Grundprinzip ist, dass man in der Regel, nicht immer, aber in der Regel eine kaufmännische Ausbildung abgeschlossen haben muss und eine gewisse Zeit Praxiserfahrung in dem jeweiligen Bereich. Das sind formale Zugangsvoraussetzungen. Für den Betriebswirt IHK ist die formale Zugangsvoraussetzung, dass man in der ersten Stufe einen Fachkaufmann oder Fachwirt gemacht haben muss. Und die zweite Stufe ist dann die Prüfung. Und die Prüfung ist natürlich eine inhaltliche Sache. Die erste Stufe, und es sind nur zwei Stufen, und es ist dazwischen keine einzige Stufe, liegt hier dazwischen, zwischen der ersten und der zweiten Stufe. Es sind nur diese beiden Stufen, man kann auch sagen, diese beiden Hürden. Die erste Stufe ist, Sie müssen prüfen bei Ihrer Kammer und sich schriftlich bestätigen lassen, ob Sie die formalen Zugangsvoraussetzungen erfüllen. Wenn Sie wissen wollen, was das ist, ich habe entsprechende Videos gemacht. Sie können aber natürlich einfach auch zu Google gehen und die entsprechende Prüfungsordnung, also in dem Fall für den Betriebswirt IHK, sich herunterladen als PDF. Das ist frei zugänglich. Und dann mal lesen, was die formalen Zugangsvoraussetzungen sind. Oft sind es sogar mehrere Dinge, die mit oder verknüpft sind. Also wenn Sie das eine oder das andere erfüllen. Und dann in der zweiten Stufe bei der Prüfung inhaltliche Fragen und kleine Fallstudien zum jeweiligen Thema beantworten, formal und inhaltlich. Und dazwischen ist nichts. So, was sind also Ihre persönlichen Voraussetzungen? Sie brauchen einmal Ihre entsprechenden Zeugnisse oder das entsprechende Zeugnis. Oft ist das der Kaufmannsgehilfenbrief. Und die entsprechende Praxisvoraussetzung. Sie brauchen zweitens das Wissen. Ja? Formal bezieht sich also einfach gesagt auf Papiere, Zeugnisse. Und inhaltlich bezieht sich auf Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wissen und sagen wir Fertigkeiten. Ich kürze mal ein bisschen ab. Das brauchen Sie. Sie brauchen einmal die relevanten Papiere. Wir sind in Deutschland, nicht vergessen. Ne? Sehr ordnungsliebendes Land. Und zweitens brauchen Sie entsprechendes Wissen. Und jetzt ist natürlich nur noch die Frage offen, woher? Woher bekommen Sie, wenn Sie die erste Stufe, nehmen wir an, das haben Sie, Sie haben die entsprechenden Zeugnisse und Papiere. Jetzt ist nur noch die Frage, woher bekommen Sie das Wissen? Und die Antwort auf dieses Woher lautet,
Sie sind völlig frei. Völlig. In der ersten Stufe sind Sie nicht frei. Wenn Sie die entsprechenden Zeugnisse und Papiere nicht haben, kommen Sie nicht zur zweiten Stufe. Wenn Sie die erste Stufe, die erste Hürde, ja, man kann sich das ja auch wie eine Hürde vorstellen. Also hier erste Hürde, Papiere. Und wenn Sie die genommen haben, wenn Sie da drüber sind über diese Hürde, dann kommt die zweite Hürde. Und das ist das Wissen, was Sie brauchen. Und bei dieser zweiten Hürde sind Sie völlig frei bei der Antwort auf die Frage, woher. Bei der ersten Hürde sind Sie also gebunden. Und bei der zweiten Hürde sind Sie frei. Und zwar völlig frei. Sie sind völlig frei und können völlig frei entscheiden, woher Sie das Wissen bekommen. So, wenn Sie nun völlig frei sind, kommen viele Menschen überhaupt nicht damit klar. Völlig frei zu sein, ist für manche Menschen die Hölle. Wenn Sie also in der zweiten Hürde, beim Nehmen der zweiten Hürde völlig frei sind, dann wissen viele Menschen gar nicht, was sie machen sollen mit dieser Freiheit. Deswegen ist wichtig zu wissen, welche Möglichkeiten, welche Alternativen haben Sie dann. Völlig frei bedeutet, Sie können zwischen verschiedenen Alternativen völlig frei wählen. So ist völlig frei gemeint. Und da ist eine der Alternativen, dass Sie einen Lehrgang besuchen. Aber Sie müssen das nicht. Sie können auch einen Fernlehrgang besuchen. Dass ich Ihnen von beidem abrate, das habe ich, glaube ich, oft genug gesagt. Aber das sind die Möglichkeiten, die Sie haben. Also ein Lehrgang, ein Fernlehrgang. Sie können natürlich auch ein Selbststudium betreiben. Jawohl, ein Selbststudium. Was ist ein Selbststudium? Ein Selbststudium ist, dass Sie Bücher oder Skripte oder was weiß ich sich besorgen, sagen wir kaufen kurz, Bücher kaufen, lesen, studieren, alte Prüfungen kaufen, lesen, studieren. Ja, studieren ist das bessere Wort als lesen, denn das liest man natürlich nicht wie ein Krimi. Also der Schwerpunkt liegt ja auf Studieren. Und dass Sie, wenn Sie sich da stark genug fühlen, das können Sie testen, indem Sie mal so eine alte Prüfung einfach mal unter Zeitrestriktion durchrechnen oder durcharbeiten und dann anhand der Lösungskizzen gucken, wie viele Punkte Sie im Ernstfall erzielt hätten. Dann melden Sie sich an zur Prüfung. Ja, nur dieses Selbststudium ist sehr, sehr zeitaufwendig. Deswegen scheitert das bei den allermeisten in der Praxis. Ich habe in den ganzen vielen Jahren, in denen ich das hier mache, eine Handvoll Menschen kennengelernt, die das tatsächlich so gemacht haben. So, und eine der Möglichkeiten, neben wahrscheinlich noch ein paar anderen, sind auch meine Videocoachings. Und wenn Sie damit einmal gearbeitet haben, dann werden Sie das hier vergessen, dann werden Sie das hier vergessen, dann werden Sie auch das hier vergessen. Nach meiner Einschätzung ist das der effizienteste Weg, den es überhaupt gibt, der schnellste und sicherste Weg. Das ist aber meine persönliche Meinung, für die ich Gründe habe, viele Gründe, sie so vehement zu vertreten. Aber das sollten Sie mir nicht einfach so glauben, denn ich könnte ja auch hier ganz normale kommerzielle Interessen haben, sodass ich andere Leute schlecht mache, um mich selber gut zu machen. Das, was ich Ihnen hier sage, geht aber ein bisschen darüber hinaus. Ja, also, das ist eine der verschiedenen anderen Möglichkeiten, aber noch einmal, Sie sind völlig frei. Sie können sich auch für einen Lehrgang entscheiden, Sie können sich für einen Fernlehrgang entscheiden, Sie können sich für das Selbststudium entscheiden, Sie können sich für mein System entscheiden. Gibt es noch irgendwas? Ich weiß es jetzt nicht. Hier gibt es bei Lehrgang und Fernlehrgang gibt es gewisse Kombinationen zusammen mit E-Learning irgendwas. Ja, also hier gibt es dann irgendwie gewisse Kombinationen vielleicht noch mit E-Learning irgendwas. Haben da Leute sich zusammengebastelt. Nach meiner Einschätzung können Sie das inhaltlich auch vergessen. Aber das ist meine persönliche
Einschätzung, die Sie nicht einfach so teilen sollten, sondern die Sie kritisch überprüfen sollten. Ja? Die wichtigste Aussage dieses Videos ist dabei eine ganz andere. Es ist die Antwort auf die Frage, muss ich einen Lehrgang, einen Fernlehrgang, ein irgendwas besuchen, um die Prüfung machen zu können? Und die Antwort lautet nein. Alles Gute, Marius Ebert. Dann erkläre ich in unter 5 Minuten, was die Spaßlerndenkmethode, meine Schnelllernmethode für Sie bedeutet. Fangen wir an, ein Mensch hat ein Ziel. Dieses Ziel ist ein anerkannter Abschluss vor der Industrie- und Handelskammer oder eine ähnliche vergleichbare Prüfung. Diese Prüfung möchte er bestehen. Wie sieht der Weg dahin aus? Der Weg sieht folgendermaßen aus: S, S, L. Und im Rahmen von L haben wir V, V, V. Was bedeutet das? Das ist der Lernweg sozusagen. L steht für Lernen, aber ehe das eigentliche Lernen beginnen kann, muss der Lernende zunächst mal vornehmen eine Selektion, eine Auswahl. Was ist relevant und was ist nicht relevant? Das Zweite, er muss das, was er nun ausgewählt hat, in eine Struktur bringen. Er muss schauen, was ist denn hier jetzt der Grundgedanke, was ist das Wesentliche, was ist die Wurzel, was ist der Stamm, was sind die Zweige, was sind die Äste, was sind die Blätter und was sind die Maserungen der Blätter. Und erst wenn er diese beiden Schritte vollzogen hat, dann kann er sich um das eigentliche Lernen kümmern. Und das eigentliche Lernen besteht aus drei Schritten. Das erste V steht für Verstehen. Da hilft ihm natürlich, wenn er das strukturiert hat oder wenn es jemand für ihn strukturiert hat, Verstehen. Dann kommt das Vertiefen. Verstehen allein reicht auch nicht, dann kann man es nämlich nicht abrufen. Das Vertiefen sozusagen ins Langzeitgedächtnis überführen. Und der dritte Schritt ist das Verwenden. Verwenden ist das Aktivieren, der Transfer, denn die Prüfung ist eine handlungsorientierte Prüfung, bei der nicht einfach Wissen abgefragt wird, sondern man bekommt eine praktische Situation und dann heißt es, nun machen Sie mal. Hier ist ein praktisches Problem, jetzt machen Sie mal. Entwickeln Sie mal eine Checkliste, entwickeln Sie mal einen Ablaufplan, entwickeln Sie mal einen Leitfaden für ein Gespräch, das hier zu führen ist, was immer. Das bedeutet handlungsorientierte Prüfung. So, und wenn diese Schritte, erstens die Selektion, zweitens die Strukturierung, drittens das Lernen mit den Unterpunkten Verstehen, Vertiefen, Verwenden vollzogen sind, dann kann derjenige in die Prüfung gehen und seinen anerkannten IHK-Abschluss bekommen. Diese beiden Schritte sind in meiner Methode für Sie bereits gemacht. Wenn diese Schritte nicht gemacht sind, dann ist das Resultat Verwirrung, Verzweiflung, Frustration, Depression. Wenn aber die Schritte schon gemacht sind, sparen Sie immens viel Zeit. Denn hier bleibt die Zeit und hier bleibt die Energie. Das eigentliche Lernen ist gar nicht mehr so viel und gar nicht mehr so anstrengend. Aber Selektion und Struktur erfordern Zeit und erfordern Energie. Und diese beiden Schritte sind in meiner Methode für Sie gemacht, sodass Sie sich voll konzentrieren können auf das Lernen. Das heißt, der Lernstoff ist bereits selektiert, er ist bereits strukturiert. Sie können sich also voll auf das Lernen konzentrieren. Und das Lernen erfolgt durch Bewegung, das heißt im Wesentlichen durch Videos. Sie sehen also den Lernstoff entwicklungsorientiert. Sie sehen nicht das fertige Haus, sondern Sie sehen, wie das Haus gebaut wird. Und das ist für das Lernen auch ganz wesentlich, dass man sieht, wie etwas zusammengesetzt ist. Dann kann man, wenn man das Fertige sieht, das Fertige viel besser verstehen, als wenn man es in so einem Lehrbuch oder in einem Skript einfach so vor die Nase geknallt bekommt. Das ist also das Wesentliche meiner Schnellermethode. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.